Willkommen bei Erdgeflüster. Wir gehen jetzt in den Garten, um etwas zu ernten. Aber kein Gemüse, sondern Samen von Sommerblumen. Denn ein Garten ohne Blumen ist nur halb so schön. Wir beginnen gleich einmal mit der Tagetes. Der Duft ist nicht so berauschend wie von anderen Blumen. Aber sie hat eine Leuchtkraft in den Farben wie keine andere und sie hält obendrein noch den Boden sehr gesund. Ich zeige euch jetzt die Samenstände, wenn die Blüten verblüht sind und schon beginnen einzutrocknen, dann werden die Samen reif. Ich schneide einmal eine ab. Hier sieht man gut die schwarzen Samen. Die Samenstände der Orangen-Cosmea schauen wirklich ganz witzig aus. Sie erinnern ein bisschen an die Sterne der Sprühkerzen zu Weihnachten. Hier steht eine ganz besondere Form der Tagetes, nämlich die hohe Tagetes. Und wie man sehen kann, wird sie wirklich riesig. Und von der werden wir auch Samen abschneiden. Die Blume hinter mir zählt zu meinen absoluten Lieblingen. Das ist die große Zinie. Die Blüten sind einfach himmlisch. Sie wird riesig, riesig, riesig und die Farbkraft ist ganz enorm. Sie ist relativ pflegeleicht, nur braucht sie etwas mehr Wasser als andere Blumen. Und jetzt möchte ich euch die Blüte mal näher zeigen. Sie ist wahnsinnig groß, richtig aufgefächert, mit unzähligen von Blütenblättern in den herrlichsten Farben. Auch von dieser Zinie schneiden wir natürlich die Samenstände ab. Der Samenstand dieser Blüte ist schon perfekt ausgereift. Es gibt Blumen, die bilden die Samen nicht direkt bei der Blüte aus, so wie zum Beispiel die Spinnenpflanze. Die bildet die Samen entlang der Stängel, da macht sie solche Schoten und in den Schoten sind die Samen drinnen. Hier haben wir die zauberhafte Cosmea oder auch Schmuckkörbchen, wie sie genannt wird. Sie strahlt eine Leichtigkeit und Fröhlichkeit aus wie keine andere. Es gibt sie auch in Weiß, in Dunkelrosa, in Pink, auch in Violett, gefüllt oder so wie die hier, einfach blühend. Sie ist ein wahrer Insektenmagnet. Willkommen in meinem Gewächshaus. Hier lasse ich die Samenstände noch einige Tage nachreifen, damit sie wirklich ganz rascheldürr werden. Das ist ganz wichtig, dass auch der Samen dann gut keimen kann und nicht zu schimmeln beginnt. Hier habe ich noch einige Zinien abgepflückt, damit ihr die Farbintensität sehen könnt, wie die leuchtet und intensiv ist und auch im Verblühen bleibt die Farbe lange, lange wirklich ganz tief. Hier noch eine reizvolle Sorte der Tagetes und die Cosmea. So, und jetzt legen wir die Samen frei. Wir geben die Blütenblätter runter, öffnen die Hülle und geben die Samen heraus. Und bei der Cosmea ganz gleich, da brechen wir die Samen runter, brauchen wir nur zusammendrücken. Und hier haben wir wieder eine Samenkapsel, die werden wir auch dann so aufbrechen. Nur die Zinie, die ist etwas komplizierter. Da muss man auch alles entfernen, die ganzen getrockneten Blütenblätter. Und dann muss man schauen, weil bei jedem Blütenblatt hängt ein Same dran, ob der fest ist oder nicht. Wenn er sich so leer anfühlt, dann kann man es gleich weggeben, weil dann ist der Samen nicht ausgebildet und kann auch nicht keimen. Und die Samenschoten von der Spinnenpflanze werden wir in der Mitte auseinanderbrechen und die Samen dann rausgeben. Und bei der großen Tagetes ist es ganz gleich wie bei den kleinen Tagetes. Wenn die Samen getrocknet sind, kommen sie in ein Gefäß oder ja, das kann ein Papiersackerl sein, eine kleine Dose. Ich verwende sehr gerne ein Glas mit Schraubdeckel, denn da kommt kein Ungeziefer dazu, wird nicht nass. Ja. Und jetzt füllen wir die Samen in die Gläser und bitte nicht vergessen zu beschriften.
So, die Gläser sind jetzt fertig abgefüllt mit den Samen. Jetzt kommen sie an einen kühlen, trockenen und dunklen Raum, damit sie lange halten. Viel Freude noch beim Sammeln der Samen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.